Was will jeder Junge über Mädchen wissen? Genau das habe ich euch in meiner Instagram-Story gefragt. Ihr habt fleißig geantwortet und wir werden jetzt genau diese Frage beantworten. Wenn dir das Video gefällt, gib gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, dann verpasst du kein Video mehr. Ja, wir legen direkt los. Wie ich am besten mit ihr schreibe. Ich habe immer voll Angst, es zu verkacken. Safe kann ich nachvollziehen. Ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen rantasten, dann schauen, wie schreibt sie. Und dann passt man sich einfach so ein bisschen an den Schreibstil an, beziehungsweise so kenne ich es halt. Also wenn man mit jemandem schreibt, dann schaut man, wie schreibt er, benutzt er viele Emojis, benutzt er wenige Emojis und dementsprechend passt man sich dann an. Wenn dich aber irgendwas an dem Schreibstil der Person stört oder generell irgendwas an der Person stört, dann redet da immer drüber, weil nicht darüber zu reden, das ist immer nicht gut, weil dann denkt man die ganze Zeit über diese Störquelle nach. Dementsprechend einfach ansprechen und offen drüber reden. Was ihr wichtig ist und wofür sie leben möchte, in Klammern Karriere, Familie, Reisen und so weiter. Ich denke, das kommt immer auf die Person drauf an, ist aber super wichtig vorher zu klären, beziehungsweise zeigt man denn ihr Interesse, passt man überhaupt zueinander oder halt eben nicht. Je nachdem, was halt so die Planungen sind, sei es Familie, sei es Reisen, vielleicht reist die Person gerne oder sie reist halt eben nicht gerne, aber dann weiß man, worauf man sich einlässt und wie die andere Person halt so tickt. Bei mir geht's super. Es hat zwar keiner gefragt, aber danke. Ah, ich hoffe, ihr gebt einen Daumen nach oben dafür, dass ich hier sitze und meine Stimme gerade fast am Verrecken ist. Wie viele Beziehungen sie schon hatte, macht es nicht davon abhängig, wie cool eine Person ist, wie viele Beziehungen sie schon hatte oder nicht. Es sagt eigentlich nicht wirklich viel über die Person aus. Ich meine, klar, es ist interessant, das vorher zu wissen, wie viele Beziehungen die Person hatte, nicht, dass die Person irgendwie schon 27.000 Beziehungen hatte und ihr seid dann einfach nur die Phase für eine Woche. Das ist natürlich auch nicht gut. An sich kommt es ja darauf an, was hat die Person gerade für ein Mindset, worauf will sie hinaus, was will sie mit euch, was habt ihr gemeinsam und was könnt ihr zusammen vielleicht aufbauen oder was verbindet euch einfach so? Warum wollt ihr jetzt was miteinander zu tun haben? Nicht, dass ihr es nur davon abhängig macht, aber ja, man fragt natürlich trotzdem vorher nach. Reden Frauen viel über Männer unter sich und was wird besprochen? Wenn ihr davon ausgeht, dass eine Frau beziehungsweise ein Mädchen eine beste Freundin hat, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die beste Freundin alles weiß und man redet auch über Jungs und Männer. So, also das auf jeden Fall, weil man hat natürlich immer irgendwen, den man vielleicht gerade ganz cool findet, vielleicht auch nicht immer, aber schon überwiegend hat man eine Person, die man relativ gut findet und dann redet man natürlich mit seiner besten Freundin darüber und die weiß dementsprechend alles. So kenne ich es jedenfalls von vielen anderen Freundinnen auch. Generell dann ist man ein Girls-Abend oder man geht mit den Girls weg und klar wird da auch über Boys gesprochen oder generell man ist unterwegs, dann sieht man irgendeinen Boy und dann spricht man über den, also das. Ja, aber ich glaube, bei Männern ist es genauso, oder? Beziehungsweise bei Jungs? Ja, oder? Worauf achten Frauen beim ersten Treffen? Das ist eine richtig gute Frage. Ich denke, die meisten Frauen können jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr beim ersten achtet. Kommt natürlich immer darauf an, wie du so eingestellt bist und worauf du achtest. Manche achten zuerst auf die Augen, manche auf die Zähne, manche auf die Haare. Meistens guckt man Menschen ja immer direkt ins Gesicht. Und da fällt ja natürlich das Gesicht auf. Frauen achten vermehrt auch auf Nägel. Sind die Nägel gepflegt? Das ist auch immer ein sehr guter Punkt. Dann generell so einfach, ja, Sachen, die teilweise auch selbstverständlich sind, so Hygiene. Einfach, bist du gepflegt? Hast du geduscht? Also das so, wisst ihr, so einfach die Standardsachen. Aber dann natürlich Ausstrahlung. Ich denke, die meisten Frauen achten auf die Ausstrahlung von einem Mann an sich, beziehungsweise von einem Jungen. Macht euch da nicht so viel Druck beim ersten Treffen. Hauptsache, ihr seid ihr selbst und lächeln. Was ihr Bodycount ist. Ganz ehrlich, einfach fragen. So, ich meine, was kostet es? Ich hoffe, dass die Person euch nicht anlügt und ehrlich mit euch ist. Aber an sich, also habe ich jetzt auch kein Problem da. Frage ich auch offen und ehrlich nach. Also so, why not? Was heißt es, wenn ihr auf Insta jede Story liked oder darauf reagiert? Wenn man als Mädchen darauf reagiert und liked. Unsere Generation ist so komisch, aber es ist ein Zeichen von Flirten. Das habe ich jetzt auch schon öfter auf TikTok gesehen, beziehungsweise krieg's auch bei anderen mit. Man will halt auffallen, der Person zeigen so, hey, ich bin noch da, so schreib mir, weil ich dir nicht schreibe, also reagiere ich kurz auf deine Story. Man will halt einfach dadurch Aufmerksamkeit präsent bei der Person sein und ein Gespräch aufbauen. Also da, du hast halt den perfekten Anknüpfungspunkt an eine Story von einer Person, dass du halt einfach darauf antwortest und so ins Gespräch kommst. Es ist eigentlich traurig, weil eigentlich könnte man die Person auch einfach mal so anschreiben, wenn sie keine Story hochlädt, dann fühlt sich die Person auch nicht gedrängt, eine Story hochzuladen, nur damit der Crush darauf antwortet. Aber that's it. Das ist leider unsere Generation irgendwie geworden. Also man kann natürlich alles dagegen tun und einfach die Person anschreiben, aber ja, leider ist es eher doch so, dass unsere Generation so geworden ist. Was denkt sie über mich? Hat sie Gefühle für mich? Und ich kann euch sagen, als Mädchen denkt man genau dasselbe über einen Jungen, beziehungsweise will man das auf jeden Fall wissen. Weil man macht sich natürlich Gedanken. Will er was von mir? Macht es Sinn, da jetzt irgendwas rein zu interpretieren, zu investieren oder hat
hatte eigentlich gar kein Interesse an mir, beziehungsweise hatte sie ja kein Interesse an mir. Es ist ja alles freundschaftlich, es ist ja auf einer Dating-Basis. Es ist alles immer super, super, super kompliziert, oder? Das wollen sowohl Jungs vom Mädchen wissen, als auch Mädchen von Jungs. Es ist immer so schwierig, beziehungsweise manchmal denkt man dann so, okay, yep, das ist hier auf einer anderen Ebene. Und dann kommt wieder so, hä, ich dachte, wir wären Freunde. Und du denkst so... Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich das Video auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich kann gerne noch den Gegenpart drehen, schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ciao!